heute Jana fährt. Wir sind jetzt in Nybøl angekommen. Also unser Ziel ist Sylt. Und jetzt sind wir gerade in Nybøl. Fahren von hier aus mit der Bahn rüber nach Sylt. Natürlich vorhin, ich könnte einfach mal sagen, wenn der Menschenmenge voll ist. Was sagst du? Wenn der Menschenmenge voll ist. Na, nicht immer. Nicht immer so. Ich glaube, wir müssen hier gleich rein. Flughafen. Da stehen Flugzeuge und hier fahren Autos. Oh, ja, wir haben leider kein Fahrrad bekommen, also laufen wir zu Fuß. Ah ja, man macht das Beste draus, ne? Du blendest mich! Hallo! Okay. Eine Minute lang Quatsch aufgenommen. Das mache ich gern. Geil! Mit dem Auge kann ich nicht sehen. Machst du da hinter mir? Oha, der hängt ja ziemlich tief. Okay. So, hallo liebe Freunde der Sonne. Wir sind auf Sylt. Ja. Und? Warte, guck mal in die Kamera. Wunder, dass die Brille nicht vom Kopf gefallen ist. Ja, wie man unfair erkennen kann. Ja, großer Zeitsprung. Ich weiß ja nicht, wann ich zuletzt die letzte Bildaufnahme gemacht habe. Auf jeden Fall waren wir noch ordentlich laufen. Zigtausende von Schritten habe ich auf meine Uhr gesammelt. Und ja. Da waren wir schön lecker griechisch essen, haben jetzt ein Bier dabei, Decke dabei und dann warten wir hier auf den Sonnenuntergang. Ist so. Voll romantisch. Ja. Sieht man sowas? Jetzt kommt der Weitwinkel. Oh, plötzlich ist Lina mit drauf. Nein, doch. Meine Taste. Oh nein. Warte. Nee. Ich bin ein Herz. Ah, der Sand ist geil. Ja. Schockt das? So die Sonne untergeht? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja. 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 Was für Video tue ich Facebook? Ja, das sieht viel schöner aus.
du das nicht fair machen? Nee. Das ist ja vom Modell her. Vom Su? Vom Su her. Vom Su her nicht möglich. Harte. Harte? Harte. Harte? Harte. Harte Sahne? Harte? Harte Sahne. Epic-Käse. Okay. Weil man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Epic-Käse. Oh Gott, was ist eingefallen? Alter, ist hier Kacke. Wir haben es geschafft! Wir haben Fahrräder! Und shoppen waren wir auch! Das ist ja interessant! Echt, wenn ich es überlege, ich sag, das wäre zu kalt oder so, am Arsch! Am Arsch! Mal eine kleine Radtour. Jo! What the fuck? Also hier sind die Wetterverhältnisse ziemlich windig. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Warum hat der Mundschutz offen? I don't know. Da ist die Truppe. Das ist so geil. Das ist einfach nur sowas von geil. Und ja. Kann ich auch gutes Selfie machen. Ich hab's einfach drauf. Spaß. Oh, cute. Bleib bei deinen Kindern. Klar, es ist ziemlich dunkel, ne? Wir haben es geschafft. Stranger. Stranger Man. Strange. Nimmst du? Aua. Oh, Samurai. Sorry. Sei froh, dass es der Arm, der andere Arm ist.
Er macht aber eine gute Figur. Nach den Kilometern. Kilometer. Wir sind fertig. Haben uns hier die letzten Milchbrötchen dort gegönnt. Fahrräder sind auch schon weg. Und jetzt haben wir noch knapp eine Stunde. Dann geht's zurück nach Flensburg. Also direkt. Ja. Wir sollen noch zum Bahnhof 5 gehen, ne? War auch ein kleines Stück. Ja, schon. Hätten wir nur die Fahrräder? Nein. Moin. Wie siehst du denn bitte aus? Ich weiß auch nicht, was passiert. Was ist da? Ich würde mal sagen, du hast einen leichten Sonnenbrand. Ja. Also, eigentlich ist es ein voll angenehmes an der Maske, ne? Also, so schlimm ist es nicht. Und vorhin waren mal, hast du das Gehirn gebraucht? Einfach unter die Maske führen? Stark. Natürlich Hände desinfizieren, ganz wichtig. Mhm. So ist es. Hier in Niebel. Ich hab gepupst. Er hat gepupst, auch zweimal in der Bahnfahrt. Ich hab gepupst. Das war nicht sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich aber hab ich habe hier mega den Sonnenbrand. Das brennt auch tierisch. Ja, hinten auch. Am Arsch. Ach so, ja, vom Fahrradfahren. Also es waren so circa, wenn nicht sogar mehr, um die 50 Kilometer, die wir zurückgebracht haben, die wir hinter uns gelagen haben. Deutsch kann sie. Du? Ja. Kannst du Deutsch? Ja, 50 Kilometer hinter uns gelangen haben. Haben wir hinter uns. Punkt. Wo ich nochmal 50 fahren kann? Nein, nicht an diesem Tag und auch nicht mehr in diesem Leben. Und unsere Bahnfahrt von Westerland hier nach Niebel hat mal eben doppelt so lange gedauert, weil wir mit Verspätungen ohne Ende losgefahren sind. So wie auch zwischendurch lange stehen mussten. Ja, jetzt müssen wir jetzt hier noch eine halbe Stunde warten und dann geht es noch eine Stunde weiter mit dem Bus. Aber es hat sich trotz allem gelohnt. Wir kommen wieder. Definitiv. Und folgt mir bei Instagram. Ja. Boah, sind wir braun geworden. Wir sind gleich da und ich muss sagen, die Fahrt nach Sylt oder hin und zurück ist eigentlich gar nicht so scheiße gewesen. Klar, eine Stunde mit dieser Maske hier ist nicht so schön, aber trinken kann man mal eben so machen oder mal Futter runterschieben, solange halt nicht so dicht jemand sich befindet.